Ich unterstütze die säkulare Flüchtlingshilfe erstens, weil sie sich der Menschen annehmen, die sonst gar nicht in dieser Gesellschaft gesehen werden. Manchmal sogar unter Polizeischutz. Ich stehe hier für jemanden, der heute Abend hier nicht sein kann, weil sie sich heute nicht in der Lage fühlt, hier zu sein. Ich habe die Ehre, die Rede von Lou Jane Sultan auf Deutsch zu sprechen. Einer meiner Brüder hat zweimal versucht, mich umzubringen. Auch mein Ex-Mann hat versucht, mich zu töten, weil ich mit einem anderen Mann kurz auf der Straße gesprochen habe. Ich lebe in Ostdeutschland an einem Ort, den die saudische Regierung kennt und an dem es für meine Brüder leicht ist, mich zu finden und zu töten. Sie träumen von Freiheit. Sie träumen von Sicherheit. Sie träumen, sich mit anderen Atheisten zu organisieren. Aber wie und wo und mit wem? Ein Punkt gibt es bei Wohut, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass diese Menschen, die ihr das angetan haben, gewinnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wir freuen uns sehr, dass der Saal doch noch ziemlich voll geworden ist, was uns zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben, als wir uns alle dazu entschieden haben, in der Veranstaltergemeinschaft heute Abend Sie einzuladen. Herzlich willkommen im Forum Volkshochschule. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich durch schlechte Wetter gekämpft haben, um mit uns gemeinsam ein sehr kontrovers diskutiertes und schwieriges Thema zu besprechen: Menschenrecht, Glaubensfreiheit. Mein Name ist Tomaira Mansouri. Ich arbeite bei der Volkshochschule Köln und ich bin Leiterin der gesellschaftspolitischen Bildung. Und wir sind hier in einem Raum mitten in der Stadt, mitten in der Stadtgesellschaft von Köln. Ein solcher Raum wollen wir zumindest sein, der ein geschützter Ort ist, ein Ort des freien Denkens, ein Ort der freien Kommunikation, des durchaus auch kontroversen Austauschs, des Wechsels von Perspektiven. Und wir arbeiten hier sehr viel im Bereich der Menschenrechte. Ich sehe einige Menschen unter Ihnen, mit Verlaub, Sie mögen mir verzeihen, dass ich nicht alle kenne. Einige von Ihnen sehe ich als regelmäßige Besucherinnen und Besucher der Forumsveranstaltungen. Einige von Ihnen sind in Initiativen, im Menschenrechtlichen, in geflüchteten Initiativen tätig. Und Sie sind alle ganz herzlich hier willkommen im Forum Volkshochschule. Wir reden hier über Kulturen, wir reden hier über Lokalpolitik bis Globalpolitik, wir reden ganz viel über Menschenrechte, Menschenrechte, die vielleicht auch auf Papier stehen, aber nicht umgesetzt sind. Wir reden über interreligiösen Dialog, aber was ist eigentlich mit Menschen, die sich keiner Religion zuordnen, beziehungsweise sagen, ich habe einer Religion den Rücken gekehrt oder ich habe noch niemals an den lieben Gott oder an andere Götter geglaubt. Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen mussten, weil sie Repressalien zu befürchten hatten oder bereits Repressalien erlitten haben und die hier in Köln oder in anderen Städten und Kommunen Deutschlands nicht sicher sind. Und das ist ein Problem. Wir haben durch Initiativen, zum Beispiel durch die säkulare Flüchtlingshilfe, die auch gleich was sagen wird, erfahren, dass Menschen, die aufgrund ihres Nichtglaubens fliehen müssen, auch in Deutschland Repressalien zu befürchten haben, dass sie wissen, dass sie hier nicht sicher sind und dass in diesem Sinne auch Unterstützungs- und Beratungsangebote auch noch nicht ausreichend den Fokus auf diese Thematik gesetzt haben. Damit wollen wir uns heute Abend auseinandersetzen und ich möchte mit Ihnen gemeinsam auch Rana Ahmadi willkommen heißen, die sie auch wiederum willkommen heißt, weil sie nämlich Miteinladende der säkularen Flüchtlingshilfe ist. Ich bitte Sie um einen ganz großen Applaus für Rana Ahmadi. Vielen Dank, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich bin Rana Ahmad, ich bin seit 3-4 Jahren in Deutschland. Ich habe ein Buch geschrieben über meine Geschichte und mein großes Ziel war, ein Verein für die atheistische Ex-Muslime geflüchtete säkulare Flüchtlingshilfe, was wir über diese Thema sprechen heute. Ja, und danke für diese Möglichkeit, dass wir endlich unsere Stimme wieder gehört von Ihnen. Vielen Dank.
entschuldige mich dafür, dass ich dich die ganze Zeit Rana Ahmadi genannt habe. Wie ist das passiert? Entschuldigung, auch ins Publikum, Rana Ahmad, Rana John. Ja, wir wollen heute Abend Ihnen Berichte präsentieren aus dem Leben von Menschen, die genau damit Erfahrung gemacht haben, Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Stimme hier zu verbreiten und im Anschluss auch mit Ihnen zu diskutieren. Und zwar nicht frontal von Bühne zu Publikum, sondern wir wollen Sie später hinaus bitten ins Foyer, damit Sie wirklich miteinander ins Gespräch kommen können. Das war ein großes Anliegen der säkularen Flüchtlingshilfe und aller Akteurinnen und Akteure, die heute Abend diese Veranstaltung organisiert haben. Und Rana und ich freuen uns sehr, dass wir jetzt gleich einen sehr, sehr gern und hochgeschätzten Gast auf die Bühne bitten. Zuvor wollen wir entschuldigen, dass Günter Wallraff heute nicht bei uns sein kann. Haben Sie vielleicht schon gemerkt? Herr Wallraff ist leider verhindert und musste in Berlin bleiben. Er schickt aber seine ganz herzlichen Grüße heute Abend ins Forum. Er wäre sehr gerne hier gewesen und hofft ein andermal sein Engagement noch einmal für die säkulare Flüchtlingshilfe und für säkular lebende Menschen noch einmal zu Gehör zu bringen. Wir freuen uns, dass wir Lale Akgün in unseren Reihen haben. Lale Akgün ist oft hier im Forum und sie setzt sich auch sehr für ein säkulares Leben und Zusammenleben und die Berechtigung von Säkularität ein. Lale Akgün ist promovierte Psychologin, sie saß lange Jahre im Deutschen Bundestag, ist eine Menschenliebhaberin, ist eine große Kämpferin für Menschenrechte, für Gerechtigkeit, für Gleichstellung, hat keine Berührungspunkt-Sorgen, keine Berührungsängste, kontroverse Themen anzusprechen und sie auch zu verteidigen, wofür wir sie alle sehr, sehr wertschätzen. Wir sind sehr froh, dass Lale Akgün da ist. Vielen Dank, liebe Humaira. Vielen Dank für die nette Begrüßung und vielen Dank, dass Sie heute mit mir vorlieb nehmen, obwohl Günter Wallraff angekündigt war. Aber er wird sicherlich das nächste Mal mit uns sein. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Das ist noch viel besser. Zu der ersten Veranstaltung der säkularen Flüchtlingshilfe in Köln. Die säkulare Flüchtlingshilfe ist ja kein kleiner Verein, sondern ein bundesweit arbeitender Verein mit einer Dependance auch in Köln. Und ich fühle mich sehr glücklich damit, dass ich die Arbeit dieses Vereines hier in Köln unterstützen kann und Ihnen eigentlich auch mit jeder Zeit mit Rat und Tat beiseite springen kann. Warum? Warum tue ich das so gerne? Ich unterstütze die säkulare Flüchtlingshilfe, erstens, weil sie sich der Menschen annehmen, die sonst gar nicht in dieser Gesellschaft gesehen werden. Sie schaffen es, die Pluralität der Geflüchteten, der Problematik hier sich anzunehmen und sich eben auch der Menschen anzunehmen, die eigentlich sehr einsam in dieser Gesellschaft sind, weil sie von der Mehrheitsgesellschaft nicht gesehen werden und durchaus auch von den anderen Geflüchteten als Gegnerinnen und Gegner erlebt werden. Ich setze mich aber auch für die säkulare Flüchtlingshilfe ein, weil ich eben dafür bin, dass in einer Stadt alle Menschen das Recht haben, gleichermaßen zu Hause zu sein. Und eben auch Atheisten, Säkulare, Schwule, Lesben, alle Menschen, die nicht im Mainstream sind, genauso hier leben sollen und genauso sich zu Hause fühlen sollen, wie alle anderen Geflüchteten auch. Ja, dass sie eigentlich noch viel mehr Unterstützung brauchen, weil sie eben zwischen allen Stühlen sitzen. Und ich freue mich, dass die säkulare Flüchtlingshilfe diesen Menschen auch einen Stuhl anbietet und sie bei allem unterstützt, was sie am Alltag brauchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die in der säkularen Flüchtlingshilfe Tätigen alles Ehrenamtler sind und eben alles in ihrer Freizeit machen. Ich habe das ein paar Mal mitbekommen, wenn ich eingeladen war, dass jeder nach der Arbeit zusammenkommt und eben dort anpackt, wo gerade Not am Mann ist. Wir haben Sie heute eingeladen, zum einen um die Arbeit des Vereins vorzustellen, um all die Menschen vorzustellen, die unter ihnen leben, manchmal sogar unter Polizeischutz, manchmal sogar in Angst und Schrecken und eben sonst keine Unterstützung haben. Aber wir haben Sie auch eingeladen, damit Sie unsere Arbeit auch unterstützen. Also Sie sehen, es gibt hier keine Spendenbox, aber wir hoffen sehr, dass Sie Mitglied werden bei der säkularen Flüchtlingshilfe und durch Ihre Mitgliedschaft auch ein Zeichen setzen und
Gesicht zeigen für diejenigen, die am Rande der Geflüchteten stehen. Und ich bitte Sie auch als Kölnerin, wenn nicht in unserer Stadt sollen und können Menschen eigentlich nach Gusto selig werden. Glaubensfreiheit ist Menschenrecht, das ist das Motto des heutigen Abends. Und Glaubensfreiheit heißt eben, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann, aber auch gar nichts glauben kann, so wie er es möchte. Und unter diesem Motto bitte ich jetzt diejenigen, die mit dieser Frage beschäftigt sind, auch nacheinander auf die Bühne zu kommen. Aber zuerst möchte ich nochmal sehr gerne Katja Mirke auf die Bühne bitten, eine Kollegin von mir, auch Psychologin, die sich eben auch derjenigen annimmt, die zum Teil unter schwierigen Bedingungen hier unter uns leben. Und last not least, man macht das zwar am Anfang, aber ich mache es zum Schluss, weil so viel begrüßt worden ist auch, möchte ich einen Gast besonders begrüßen, die heute Abend hier ist. Das ist die Grande Dame der Säkularität, Ingrid Matthäus-Meyer. Herzlich willkommen, Ingrid. Ich find's wichtig, dass du heute hier bist. Ich finde es sehr schön. Und ich glaube, auch an der Stelle, wir müssen auch eigentlich in Deutschland den Menschen erklären, was Säkularität ist. Das ist immer noch nicht so salonfähig, der Begriff. Man weiß es nicht. Und vielleicht ist es eben auch heute Abend, auch durch die säkulare Flüchtlingshilfe möglich, Säkularität in dieser Gesellschaft, in dieser durch und durch religiös durchtränkten Gesellschaft ein wenig mehr salonfähig zu machen. Vielen Dank. Ja, ich stehe hier für jemanden, der heute Abend hier nicht sein kann, weil sie sich heute nicht in der Lage fühlt, hier zu sein, weil es ihr leider zu schlecht geht. Ich habe die Ehre, die Rede von Lou Jane Sultan auf Deutsch zu sprechen. Eigentlich wollte sie selber gerne hier auf der Bühne stehen und auf Arabisch direkt zu Ihnen sprechen. Ich hätte übersetzt, also ich hätte die Übersetzung gesprochen. Da ist sie. Ich spreche zunächst für Sie. Und dann sage ich noch ein paar Worte aus meiner Sicht als Psychologin zu dem ganzen Thema. Ich begrüße Sie im Namen der Menschenrechte, die in unserem Land nicht existieren. Mein Name ist Lou Jane Sultan. Ich habe mein Land, Saudi-Arabien, in der Zeit der Veränderung der Frauenrechte verlassen. Das war vor 7 Monaten. Ich spreche zu euch mit 29 Jahren. Aber kann sich jemand vorstellen, wie viel Schmerzhaftes ich in diesen 29 Jahren ertragen habe. Seit meiner Kindheit bis zum letzten Tag in Saudi-Arabien. Ich glaube, niemand kann es sich vorstellen. Sie haben mir meine Kindheit und meine Jugend gestohlen, mit ihrer Religion und mit ihren unfairen Gesetzen. Ich wurde seit meiner Kindheit geschlagen. Ich wurde seit meiner Kindheit von meinen 4 Brüdern immer wieder vergewaltigt und sexuell belästigt, seit ich 7 Jahre alt war. Bis zu dem Tag, an dem ich das Land verlassen habe. Einmal, als ich von zu Hause weggelaufen bin, haben meine Eltern mich angezeigt. Die Polizei hat mich gefunden und ins Gefängnis gesteckt. 1 Woche lang, bis meine Familie sich bereit erklärt hat, dieses Mädchen wieder aufzunehmen. Einer meiner Brüder hat 2-mal versucht, mich umzubringen. Auch mein Ex-Mann hat versucht, mich zu töten, weil ich mit einem anderen Mann kurz auf der Straße gesprochen habe. Ich möchte Strafanzeige erstatten, aber das ist dort nicht so leicht. Ich werde niemandem vergeben, der mir in der Vergangenheit Leid zugefügt hat. Und ich werde auch nicht vergessen, dass Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten versagt haben. Sie haben versagt, meine Situation in Deutschland zu verbessern. Und die Situation aller Mädchen, die aus Saudi-Arabien geflohen sind. Frauen in Saudi-Arabien verdienen ein besseres Leben. Aber meine Stimme reicht nicht aus, um dorthin zu gelangen. Wir, die wir den Islam verlassen, verdienen ein besseres Leben. Aber allein werden wir das nicht erreichen können. Selbst in Deutschland muss ich kämpfen, um jede Unterstützung, um Therapie, um alles.
Ich habe Deutschland körperlich lebendig erreicht, aber ich wurde in Saudi-Arabien bereits 1000 Mal getötet. Ich lebe in Ostdeutschland an einem Ort, den die saudische Regierung kennt und an dem es für meine Brüder leicht ist, mich zu finden und zu töten. Angesichts der dort herrschenden Isolation und der fehlenden sozialen Unterstützung fordern sie mich auf, einfach mein Leben zu beenden. Den Behörden muss ich meine Geschichte wieder und wieder erzählen. Ich hatte erwartet, dass Deutschland ein sicheres und schönes Land für mich ist. Was würde ich ohne diese Organisation tun, ohne die säkulare Flüchtlingshilfe? Wer hätte meine Stimme gehört, mich unterstützt und mir geholfen? Ja, ich bin stark, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Wie lange werde ich noch darum kämpfen müssen, die grundlegendsten Rechte zu erlangen, die jeder Mensch auf diesem Globus genießen sollte? Ich erzähle euch meine Geschichte, die Geschichte von Lujain Sultan. Es ist eine von vielen tausend Geschichten von Frauen in Saudi-Arabien. Und von vielen dieser Geschichten werden wir nie etwas hören. Ich hoffe, dass ich in Zukunft meine Geschichte in Form eines Buches veröffentlichen kann, um der Welt zu vermitteln, von innen heraus, was dort passiert. Die Verletzungen der Menschenrechte, die mir und all diesen Frauen und all diesen Menschen widerfahren sind, dürfen nicht vergessen werden. Niemals. Abschließend möchte ich mich für die Kürze meiner Rede entschuldigen, in der ich all meine verbleibende Energie gesammelt habe. Mein Gesundheitszustand hat sich sehr verschlechtert, auch aufgrund der Asylverfahren, die nicht für ein Mädchen wie mich gemacht wurden. Vielen Dank. Als Lujain die Rede geschrieben hat, dachte sie noch, dass sie heute bei uns sein kann. Es geht ihr akut psychisch extrem schlecht. Wir können, denke ich, das, was in der Vergangenheit ihr widerfahren ist und vielen, vielen anderen atheistischen Geflüchteten, vielen Frauen, die geflüchtet sind, vor unmenschlicher Behandlung, das können wir nicht ungeschehen machen. Aber wir können jetzt etwas tun. Wir können einerseits natürlich vielleicht darauf hinwirken, dass sich in Saudi-Arabien etwas verändert und in anderen Ländern mit ähnlich repressiven Gesetzen gegenüber den Menschenrechten. Das wird ein langer Prozess sein. Was wir auf jeden Fall tun können, ist jetzt hier etwas tun, dass sich die Menschen hier in Deutschland sicher fühlen können. Menschen halten erstaunlich viel aus, wie wir an Lujains Geschichte sehen und auch an vielen anderen Geschichten, solange sie Hoffnung und Perspektiven haben. Das, was ihr widerfahren ist, ist eine komplexe, langjährige und immer wieder wiederholte Traumatisierung durch ganz nahe Angehörige. Eine solche komplexe Traumatisierung hinterlässt tiefe Wunden. Entscheidend aus psychologischer Sicht ist, wie die aktuelle Situation der Menschen sich gestaltet, um Psychotherapie gelingen zu lassen. Ob dieses Trauma verarbeitet werden kann oder ob die Ängste ein Leben lang bleiben und alle Symptome, die mit einer solchen Traumatisierung einhergehen. Traumatisierte Menschen zeigen körperliche Stressreaktionen. Das ist eine akute Belastungsreaktion in dem Moment von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Gewalterfahrung, insbesondere sexualisierter Gewalterfahrung. Der Körper reagiert wie auf andere Stresssituationen. Wenn das eine Dauersituation ist, eine existenzielle Bedrohung in der Dauersituation, dann wird permanent Cortisol als Stresshormon ausgeschüttet. Es ist ein permanent erhöhter Noradrenalinspiegel, der Blutdruck steigt. Das kann schwere Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen nach sich ziehen, Organschädigungen begünstigen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, eine geringe Belastbarkeit, chronische Kopfschmerzen. Das ist die körperliche Seite. Die psychische Seite sind Flashbacks, ein Wieder- und Wiedererleben der traumatisierenden Situationen im Wachzustand, aber natürlich auch in Form von immer wiederkehrenden Albträumen. Gedächtnisprobleme bis hin zu Dissoziationserleben, Gefühlstaubheit, Panikattacken, Angststörungen, schwerer Depression, Verzweiflung und Mutlosigkeit. Es ist glücklich, wenn Lujain noch so viel Wut empfinden kann, wie sie in ihre Rede gepackt hat. Viele Betroffenen reagieren mit Resignation, Verzweiflung, Depression bis hin zur Suizidalität. Therapie kann diese Traumafolgen deutlich lindern. Wie gesagt,
ja, wenn sie unter günstigen Voraussetzungen stattfindet. Und die entscheidenden Prädiktoren sind tatsächlich, dass die Betroffenen sich jetzt sicher sein können, dass die Bedrohungslage vorbei ist. Und das ist genau die Besonderheit, mit der wir es hier zu tun haben, dass das eben nicht der Fall ist. Ja? Es ist nicht nur die Situation in der Massenunterkunft, die Unsicherheit über den Asylantrag, mit denen alle Geflüchteten zu kämpfen haben. Das ist schwer genug für das, was die Menschen durchlitten haben. Es ist eine sehr besondere Situation, weil die Bedrohung eben unmittelbar hier fortgesetzt wird. Ja? Wie sie sagt, die saudische Regierung weiß, wo ich bin. Sie haben hier ihre Helfershelfer und Verbündete und es wird eben immer wieder signalisiert und auch ganz bewusst genutzt, wir kriegen dich überall. Was wir dagegen tun und noch tun können, dazu wird jetzt Rana und Stefan, Rana alleine, Entschuldigung, noch etwas sagen. Aber das ist so ungefähr die Situation, von der wir sprechen. Wir werden gleich noch mehr Geschichten hören. Vielen Dank. Sehr geehrte meine Damen und Herren, durch einen immer konservativer werdenden Islam gibt es immer mehr Menschen, die sich komplett von ihrer Religion abwenden. Durch die immer wichtiger werdende Rolle der sozialen Medien können sie sich austauschen und andecken den Humanismus und die Menschenrechte, die oft von ihrer Religion nicht beachtet werden. Doch wenn man eine so dominante Religion wie den Islam verlässt, zahlt man einen sehr hohen Preis. Atheistische Geflüchtete befinden sich sowohl in ihren Heimatländern als auch in Deutschland in einer sehr schwierigen Situation. Sie sind isoliert, unter Druck und werden verbal und körperlich angegriffen. Sie haben alle Freunde und ihre Familie verloren. Da sie deshalb meist einsam sind, fallen die meisten in eine schwere Depression. Sollten wir uns nicht vor diese Menschen einsetzen? Gibt es dann nicht genug Humanisten und Atheisten in Deutschland, die sich vor diese Menschen stark machen konnten? Ich habe es immer nicht ausgesucht, Atheist zu sein. Ist es etwa meine Schuld, dass ich aus meinem Heimatland fliehen musste? Wie viele atheistische Flüchtlingsorganisationen haben wir in Deutschland? Nur ein, säkulare Flüchtlingshilfe. Ja, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, weshalb es so wichtig ist, anderen Atheisten zu helfen. Wir glauben an Menschenrecht. Wir glauben, dass jeder Mensch die Recht hat, frei zu glauben, ohne davor verurteilt zu werden. In 12 islamischen Ländern stellt auf Atheismus die Todesstrafe. Wie kann es sein, dass sie in der Welt keine politische Stimme und keine Lobby haben? Deshalb müssen wir aktiv werden. Sollten Sie sich einmal vor, dass Sie in einem anderen Land sind, wo es eine Straftat ist, Atheist zu sein. Seine Atheisten sind isoliert von ihrer Welt, die individuellen Menschenrechte, eine Religion, der sie nicht angehören wollen. Bestimmt jeder Akzept ihrer Lebens. Sie träumen von Freiheit. Sie träumen von Sicherheit. Sie träumen, sich mit anderen Atheisten zu organisieren. Aber wie und wo? Und mit wem? Wenn die atheistischen Flüchtlinge in Deutschland wieder kämpfen müssen, wer hilft uns hier? Wer redet mit uns? Wer interessiert sich? Für mich war klar, ich muss anfangen, ich muss für mich und für die anderen kämpfen. Mein erstes Ziel in der Flüchtlingsheim mit muslimischen Flüchtlingen hat mich dazu veranlasst, dass ich mich vernetzt bin, damit ich nicht mehr isoliert bin. Um 2017 habe ich die säkulare Flüchtlingshilfe mitgegründet. Mit anderen großartigen Menschen. Und ich will immer diese Leute Danke sagen. So konnte ich mich Entlassung zu Beginn in etwas Positiv verwenden. Es ist
inakzeptabel, die atheistische Flüchtlinge sich in Deutschland in ihrer Isolation zu belassen. Unsere Arbeit ist nicht nur eine politische oder soziale Arbeit. Wir sind auch eine große Familie. Wir haben viel Aufgabe. Zum Beispiel die Wohnsitzauflage von den atheistischen Geflüchteten zu streichen. Und für mich und für die ganzen unserer Verein, das ist ein sehr schweres Thema. Warum sollen wir immer mit jedem Fall von den atheistischen Flüchtlingen erklären, warum sie sollen keine Wohnsitzauflage erheben? Wenn meine Brüder wissen, dass ich in Deutschland, ihr kommt hier und ihr mordet mich einfacher. Warum kommt nicht direkt mit den ganzen atheistischen Geflüchteten? Die andere Aufgabe ist, die Aufkunftssperre direkt zu bekommen. Können wir sagen, dass Deutschland keine Sicherheit Land für Ex-Muslime? Nein, besonders die Aktivisten. Die dritte Aufgabe, und das ist die große Aufgabe, die Notfallhelfer, wenn ein Flüchtling angegriffen würde, zum Beispiel hierher. Welche Maßnahmen haben wir? Er wird da dreimal angegriffen. Trotzdem, er ist immer in die gleiche Flüchtlingsheim. Wo sind die Taten? Für die alle Aufgabe benötigen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns, dass wir diese Menschen, die sich von keiner anderen, vom individuellen Menschenrecht ansetzen, ein sicherer Umfeld geben können, dass sie endlich in die Rechte haben, die vor in Deutschland und die für westlicher Welt selbstverständlich sind, werden wir Fördermitglied, damit wir uns Angebote weiter ausbauen können. Es gibt schon säkulare Flüchtlingshilfe in München, in Berlin, Stuttgart und in Wien. Vielen Dank und ja, vielen Dank. Letzte Wort, Stefan, Dietmar, Johann, für jede Person arbeitet mit säkularer Flüchtlingshilfe, from my heart, vielen Dank. Stefan. Ja, zuerst möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass dort doch so viel Interesse besteht am Thema religionsfreie Geflüchtete. Und ich möchte mich auch bedanken bei der Giordano Bruno Stiftung und vor allem bei Herbert Steffen, der sehr viel geleistet hat für den Humanismus in Deutschland und für die Menschenrechte. Es ist oft schwierig, hier in Deutschland den Menschen zu vermitteln, weshalb Menschenrechte so wichtig sind und weshalb Humanismus ein Wert darstellt, der immer wieder neu verteidigt werden muss. Und mir ist bei der Arbeit mit der säkularen Flüchtlingshilfe immer mehr bewusst geworden, dass es viele junge Menschen gibt und viele Gegenden in der Welt, wo es eine große Energie gibt, wo durch die Vernetzung gerade der Jugendlichen der Humanismus und die Menschenrechte einen immer höheren Stellenwert bekommen und immer mehr junge Menschen das auch für sich einfordern. Das kommt allerdings oft zu einem sehr hohen Preis. Und diesen Preis ist nicht bereit, jeder zu zahlen. Wir helfen sehr vielen Menschen, wir begleiten sehr viele Menschen hier in Deutschland, die wenigsten sind Aktivisten. Und ich möchte mal an einem Beispiel illustrieren, warum das so ist. Und zwar an dem Beispiel von Wurud Soher, einer sehr, sehr aktiven und sehr starken Frau, die sich für den Feminismus einsetzt in der gesamten arabisch sprechenden Welt und vor allen Dingen in ihrer Heimat Irak. Und sie selbst ist in Karbala geboren und aufgewachsen und in einer sehr religiösen Familie erzogen worden und hatte früh erkannt, dass irgendwas in dem Bild des Islam nicht stimmt, mit den Taten des IS, inwieweit das mit dem, was sie erzählt bekommen hat, übereinstimmt und hat Fragen gestellt und ist deswegen immer mehr angeeckt in ihrer Familie und ist dann irgendwann einmal, als es wieder zum Streit kam, von ihrem Bruder so geprügelt worden, dass sie in den 80-prozentigen Querschnitt geprügelt wurde. Ihre gesamten Wirbel im Brustbereich sind zersplittert, die Gefäße abgedrückt und das Rückenmark ist nur noch teilfunktionsfähig in dem Bereich. Sie ist hierher geflüchtet, sehr abenteuerliche Geschichte, wie sie hier angekommen ist und
man muss wirklich sagen, dank dem großartigen Einsatz von Rana Ahmad ist sie hier. Und einen Punkt gibt es bei Wohut, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass diese Menschen, die ihr das angetan haben, gewinnen. Ich war erst gestern mit ihr bei der Polizei und sie hat gesagt, die Polizistin hat gesagt, wenn sie solche Sachen machen im Internet, wenn sie für Frauenrechte so aggressiv eintreten, brauchen sie sich nicht wundern, dass Menschen sie hassen. Das ist einfach, ich meine, sie hat recht. Sie hat nicht gesagt, sie soll es lassen. Sie hat nur gesagt, das ist einfach ein Fakt. Und Wohut hat gesagt, aber dann gewinnen die. Was soll ich machen? Der Staat hat gewisse Möglichkeiten. Ich mache der Polizei wirklich keinen Vorwurf. Die Polizei unterstützt unsere Arbeit. Aber wir haben hier gewisse Rechte und die muss die Polizei natürlich befolgen. Die kann nicht einfach machen, was sie will. Und sie hat auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, jeden Aktivisten zu schützen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das machen. Und ich möchte nur mal zeigen, was passiert, wenn man sich einsetzt. An einem Beispiel, als Wohut vor circa einem Jahr bei der Deutschen Welle war, arabisch. Das ist, wird in der gesamten arabischen Welt gesehen. Und sie hat dort ihre Geschichte erzählt und hat als erste Frau offen das quasi öffentlich erzählt, was innerhalb der Familie passiert ist, was ihr angetan wurde und was vielen Frauen in der Region angetan wird. Und das hat eine Riesenwelle der Empörung in den sozialen Medien hervorgerufen, wie sie das denn wie sie es wagen kann, ihre Familie so bloßzustellen. Der Bruder hat versucht, wieder Kontrolle zu bekommen über die Situation, indem er ihr Fotos geschickt hat von ihrer Schwester, wie er ihre Schwester zusammengeschlagen hat und ihr gesagt hat, siehst du, was du getan hast. Er hat versucht, und es ging an Wohut nicht so vorbei. Es ist eine Schwester, die sie sehr liebt. Und das sind Methoden, wie Leute stillgehalten werden und warum so wenige gibt, die hier sprechen und warum diese Leute, die hier den Mut haben zu sprechen, und das sind nicht nur Frauen, sondern auch genug Männer, besonderen Schutz bedürfen. Und warum es wichtig ist, dass wir diese Arbeit machen, weil jetzt es gibt Leute, die kämpfen für die Menschenrechte und für den Humanismus, aber wir dürfen sie nicht alleine lassen. Und ich muss auch sagen, jede Person hat einen unglaublichen Einfluss in ihren Heimatländern und in der gesamten arabischen Welt. Wohut Zuhair, das lesen Millionen Leute, was sie schreibt. Und zudem ist es so, dass auch sie die Einzige war, die hier in Deutschland den Mut hatte, zu sprechen über die Aktivitäten einer schiitischen Miliz, Al-Salam 313. Sie war die Einzige. Ich kenne einige Iraker, die das genau wissen. Viele Iraker wissen das. Und sie war die Einzige, die mutig war, darüber zu sprechen. Und hier für uns in Deutschland, in Gesamteuropa, auf diese Problematik hinzuweisen, wohl wissend, dass sie sich mit einer sehr gefährlichen Gruppe anlegt. Ich möchte nur sagen, Al-Salam 313, wir sehen hier Bonir, das ist der Chef von 313. Im Hintergrund sieht man Al-Sadr, das ist ein irakischer Geistlicher und der ist in der Politik sehr mächtig. Und diese Gruppe Al-Salam 313 ist eine paramilitärische Miliz, die bei der Befreiung von Mosul mit dabei war, die gegen den IS gekämpft haben und die weite Teile von Irak unter ihrer Kontrolle haben. Unter anderem Karbala, Wohut Zuhair herkommt. Und die dort äußerst brutal sind. Sie haben hier eine Biker-Gang, eine Rocker-Gang gegründet, aber das sind genau dieselben Leute, die haben dieselben Logos, die haben hier ihre Geistlichen aus dem Irak auch hier empfangen und so weiter. Sie sind sehr gefährlich. Und wir waren im EU-Parlament über die Thematik gesprochen. Keiner wusste Bescheid darüber. Und wie gesagt, solche Leute, das sind die Leute, die uns diese Informationen bringen, dass wir überhaupt wissen, was los ist. Die sind von unschätzbarem Wert für uns hier in Deutschland und in Europa. Und es kann nicht sein, dass die alleine und isoliert irgendwo in Deutschland sitzen, in einem Camp, wo sie angefeindet werden. Und wir müssen wirklich etwas für diese Menschen tun, auch im ureigenen Interesse. Und
Wir haben hier auch für uns in der gesamten Einwanderungsdebatte aus muslimischen Ländern, haben wir im Moment die Situation, dass natürlich von Islamverbänden, die viel Geld haben und gut organisiert sind, schon lange hier organisiert sind, dass die Debatte bestimmen. Und wir hören zu wenig die andere Seite. Wir hören zu wenig die Seite von den Menschen, die auch aus muslimischen Ländern kommen, aber andere Werte vertreten. Und ich plädiere hier dafür, dass wir diesen Menschen mehr Gehör verschaffen. Und ich bitte Sie daher. Und ich bitte Sie daher, unsere Arbeit zu unterstützen. Wir sind im Aufbau. Wir haben tolle Regionalgruppen, wo wir sehr glücklich drüber sind und viele engagierte Menschen, die mitarbeiten. Aber wie vorher schon von Lala Akgün gesagt, es ist alles ehrenamtlich und wir müssen das Ganze größer machen. Wir müssen besser die Menschen vertreten können. Es gibt viele Menschen, die noch nicht von uns vertreten werden können und wir hoffen, dass Sie uns unterstützen, dass Sie unsere Arbeit unterstützen. Wir haben hier bei der Broschüre, die heute für diesen Abend ausgegeben wurde, ist hinten ein Formular drin für eine Fördermitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen würden. Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben ganz großartige Menschen heute hier. Wir haben nämlich viele Aktivisten hier. Und wie vorher schon von Homaira gesagt wurde, haben Sie nachher die Gelegenheit, mit diesen großartigen Menschen im Foyer zu sprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte nun einen nach dem anderen vorstellen und auf die Bühne bitten. Und ich fange mal an mit Abdulrahman. Er ist schwul-atheistischer Aktivist. Oh, ist okay. Ist okay. Er hat im Moment gerade sehr große Probleme und wird verfolgt. Vor seiner Wohnung sind Leute, die auftauchen, weil sie nicht einverstanden sind, dass er sich für arabische junge Männer, arabisch sprechende junge Männer, für die Rechte von Schwulen und Atheisten einsetzt. Dann freue ich mich auch, dass Karar hier ist aus dem Irak. Er setzt sich auch ein für das Recht auf Glaubensfreiheit und für Frauenrechte in der islamischen Welt. Dann freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Wurud Zuher selbst heute hier ist und bitte Sie auf die Bühne. Ich habe ja schon erzählt, was das für eine großartige Frau ist und was wir ihr zu verdanken haben. Eine sehr, sehr mutige Frau. Und dann freue ich mich noch, Masoud Akir, wo ist er? Da ist er! Wo ist er? Was? Sami, okay. Genau, er ist irgendwo hinten, weil er ist ein Journalist, der 9 Monate bei IS in Gefangenschaft war und es glücklicherweise überlebt hat und auch ein Buch darüber geschrieben hat, mitten unter uns, weil er, als er nach Deutschland kam, einige seiner damaligen Leute, die ihn gefangen haben, die ihn dort misshandelt haben, hier in Deutschland wieder getroffen hat. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwo. Da ist er. Magst du vorkommen, Masoud? Okay, alles klar. Dann ist noch Sami da aus dem Libanon, ein Aktivist. Hallo. Magst du vorkommen? Und dann natürlich haben wir noch Ahmed Sherwan hier, ein junger Mann, der aus dem Irak kommt, aus dem Nordirak, aus Erbil und der durch sehr spektakuläre Aktionen, die auch für Toleranz und Freiheit sich einsetzen, Ahmed Sherwan, der ist auch hier. Ahmed, kommst du vor? Nee, willst du nicht? Komm, Ahmed. Ein sehr mutiger junger Mann.
Und last but not least natürlich Mohammed Hisham. Wenn Sie googeln Atheist und Egypt, dann kommt er. Er war nämlich in einer Fernsehsendung und hat versucht, im ägyptischen Fernsehen mit Vernunft und Rationalität, zu einem sehr intoleranten Moderator und einem Imam irgendwas über Big Bang zu erklären, wo er wirklich an unglaublicher Ignoranz und Überheblichkeit gescheitert ist. Er wurde gesagt, er solle doch in die Psychiatrie gehen. Big Bang wäre kein arabisches Wort. Was soll er denn? Es ist unsäglich mit anzusehen. Und wir freuen uns so, dass er es nach Deutschland geschafft hat, dass er hier ist. Und ich bin sehr froh. Ich wusste natürlich, dass ich einen vergessen habe. Das ist nämlich Hussein aus dem Iran. Ich freue mich sehr, dass er extra aus Stuttgart hierher gekommen ist, um heute hier zu sein. Ich danke Ihnen. Liebe Gäste, es ist in der Tat so, wie Stefan gesagt hat, Sie sind jetzt wirklich eingeladen, nach draußen zu gehen. Sie können da draußen sich wirklich unterhalten, an Tischen, face to face, reden, sich untereinander austauschen. Ich habe das Schlusswort und möchte mich ganz kurz halten. Ich möchte allen Akteurinnen und Akteuren danken. Ich möchte Ihnen allen danken als Gästen, dass Sie hier hingekommen sind. Das ist mal wieder ein Abend, der zeigt, wie privilegiert wir hier in der Volkshochschule und mitten in der Stadtgesellschaft sind, solche Menschen in diesem Raum vereinen zu dürfen. Und ich bin da ganz, ganz stolz drauf, dass das möglich ist und dass wir jetzt alle in Interaktion treten. Vielen Dank für euer Engagement. Ich kann auch nur sagen, unterstützen Sie die säkulare Flüchtlingshilfe, unterstützen Sie dieses Engagement auch mit Aufmerksamkeit, reden Sie darüber, informieren Sie sich und bringen Sie es nach draußen, aus diesem Saal heraus. Und herzlichen Dank an euch alle, die ihr so unglaublich mutig seid. Ich wünsche Ihnen tolle, tolle Diskussionen, einen tollen Austausch und hoffentlich bis bald. Alles Gute und danke fürs Kommen.